Seid gegrüßt, liebe Freiheitskämpfer. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, über was will ich heute sprechen? Ich habe heute kein Konzept dabei. Ich kann euch sagen, ich bin nicht mit Markus einer Meinung, was die Inzidenz und die Fußball-Europameisterschaft angeht. Die Grippesaison geht einfach vorbei, das ist meine Meinung. Es war letztes Jahr der Fall, letztes Jahr ist sie früher zu Ende gegangen und ich sage euch anhand der Zahlen, die mir vorliegen, und es sind alles offizielle Zahlen, ist die Inzidenz nach wie vor höher als letztes Jahr, weil mehr getestet wird. Ich habe mir angeguckt, wie viele Tests muss man eigentlich machen, damit ein Schüler positiv getestet wird. Es sind rund 10.000 Tests, die in Dresden gemacht werden, mit unseren Kindern und teilweise Enkeln. Um ein positives Ergebnis zu kriegen, müssen 10.000 Tests gemacht werden. Überlegt euch mal, was für ein Aufwand da betrieben wird, um die Inzidenz weiter oben zu halten. In letzter Zeit war die Delta-Variante in aller Munde. Mal hört man, sie sei brandgefährlich, mal hört man, sie sei hoch ansteckend. In der Konsequenz, abseits von allem Mediengelaber, das Einzige, was stimmt, ist, sie ist hoch ansteckend und in aller Regel, mit wenigen Ausnahmen, führt sie zu einem Schnupfen. Und mit dieser Delta-Variante werden wir jetzt also weiter klein gehalten und sollen bis zur Bundestagswahl noch hingehalten werden. Ich kann euch mehr oder minder versprechen, obwohl es nicht in meiner Hand liegt. Nach der Bundestagswahl geht das Spiel mit Lockdown, Shutdown, hast du nicht gesehen, es wird einfach weitergehen. Der Armin Laschet wird genau das fortsetzen, weil er einen Machtverlust befürchtet. Und er wird Unterstützung bekommen von den Grünen. Und eine Grünin ist heute auch hier, die demonstriert gegen uns, mehr oder minder allein, die Andrea Mühle. Die Frau Mühle hat sich meiner Meinung nach hervorgetan, indem sie mit allen Mitteln versucht hat, ihr unliebsame Demonstrationen entweder ganz zu verbieten oder aus dem Stadtgebiet zu verdammen. Sie hat sich also gemein gemacht mit einer Petition, die rund 22.000 Unterstützer gefunden hat, von der Band Banda Comunale. Die hat also gefordert, dass Rassisten, Nazis, Rechtsextremisten aus dem Stadtzentrum verbannt werden. Und ich habe den Oberbürgermeister gefragt, warum er die Petition überhaupt zugelassen hat, obwohl es doch gar nicht im Ermessen der Stadt läge. Und er hat gesagt, ja, haben wir halt mal durchrutschen lassen. Also eine Petition, die keine Aussicht auf Erfolg hatte, weil sie gegen das Grundgesetz verstößt, die wurde vom Oberbürgermeister bzw. vom Bürgeramt durchgelassen, weil man sich davon einen gewissen Erfolg versprochen hat, dass man das in die Öffentlichkeit bringen kann. Und ihr seht, was draus geworden ist. Letzten Juli hat der Oberbürgermeister der Frau Mühle auf ihre Frage im Stadtrat geantwotet, dass nur Despoten Demonstrationen verbieten würden. Und ich hatte am Samstag im Rahmen des Bürgersprechstunde beim Oberbürgermeister die Möglichkeit, ihm diese Frage zu stellen und habe ihn also damit konfrontiert, wie das denn ist, dass nur Despoten Demonstrationen verbieten würden. Wisst ihr, was seine Antwort war? Ich bin von den Gerichten jeweils bestätigt worden. Also wenn ein Despot eine Demonstration verbietet, in der Regel waren es Querdenker-Demos, und er wird dann vom Gericht bestätigt, dann ist er kein Despot mehr, dann ist alles rechtmäßig. Ich habe mich eben noch mal bei Markus vergewissert. Also, die Verfahren, die Querdenken jeweils angestrebt hat, waren in erster Linie Eilverfahren. Das heißt, da wurde nicht großartig geprüft. Wird nicht korrigiert. Also wurde nicht großartig geprüft, sondern im Eilverfahren wurden also die Verbote bestätigt. Und jetzt hat mir der Markus gesagt, für die Demonstration im März und April wird also auch ein Hauptsacheverfahren angestrebt oder angestrengt, und da wird es auch ziemlich sicher zu kommen. Und dann müssen die Gerichte wirklich prüfen, im Zweifelsfall, ob das mit der Inzidenz passt, ob tatsächlich eine Gefahr ausgeht, eine Ansteckungsgefahr in der Öffentlichkeit, hier an der frischen Luft und so weiter. Und es könnte also durchaus sein, dass die Gerichte im Nachhinein, im Hauptsacheverfahren, die Verbote noch für verfassungswidrig, gesetzwidrig erklären. Das ist offen, Gerichte sollen ja angeblich unabhängig sein, auch wenn ich in letzter Zeit so meine Zweifel daran habe. Wer als Richter aufsteigen will, der scheint gut daran zu tun, sich nicht gegen die Obrigkeit aufzulehnen, und da kann man die Gewaltenteilung mal Gewaltenteilung sein lassen, und da macht man das mal lieber so, wie das die Obrigkeit gern hätte. So ist mein Eindruck zumindest. So,
Ja, jetzt ein bisschen zur Kommunalpolitik. Also ich hatte ein Bürgergespräch mit dem Oberbürgermeister am Samstag und er hat mich empfangen. Sie sind also derjenige, der mich loswerden will. Da habe ich gesagt, ja. Ich habe also vor gut März, April, Mai, Juni, vor 3 Monaten ein Bürgerbegehren angezeigt bei der Stadt. So ist es vorgeschrieben, laut sächsischer Gemeindeordnung, die ich euch alle mal empfehlen würde, durchzulesen. Ist nicht ganz leicht, aber auch nicht so schwierig. Und da wird also verlangt, dass das angezeigt wird. Dann geht die Stadt in die Spur und zählt die wahlberechtigten Bürger. Und die wahlberechtigten Bürger, davon 20%, das ist sehr viel, das sind rund 87.000, die braucht man in einem ersten Schritt, um den Oberbürgermeister dann in einem zweiten Schritt mit einem Bürgerentscheid abzuwählen. Ich kann euch sagen, der Oberbürgermeister hat nicht die Hosen voll, er ist sich sehr sicher, dass ich das nicht schaffen werde oder dass wir alle das nicht schaffen werden. Ich will ihm das Gegenteil beweisen. Frei nach, oder nicht frei nach Che Guevara, sondern nach Che Guevara. Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. Ich kann euch also nur auffordern, eure Unterschrift zu leisten. Wenn ihr wahlberechtigte Dresdner seid, da am Tisch werdet ihr geholfen. Und ja, ich habe ihn auch gefragt, wie er es denn mit der Pressefreiheit hält. Also mir wird seit Wochen und Monaten, werden mir keine Presseanfragen mehr beantwortet. Es gibt keinen Grund und nichts. Und das habe ich ihm also gesagt. Und da hat er mir gesagt, wie man in den Wald hineinruft, Herr Schäfer, so schallt es hinaus. Da habe ich ihm gesagt, so, Ihnen liegen alle meine Presseanfragen schriftlich vor. Wenn Sie mir eine zeigen, wo ich unsachlich oder unhöflich war, dann werde ich mich dafür entschuldigen. Ich nehme an, da kommt nichts, weil Sie waren alle sachlich und höflich. Also der Oberbürgermeister macht die Pressefreiheit offenbar davon abhängig, ob ihm die Nase des Journalisten gefällt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also, nochmal Kommunalpolitik. 3 Sachen habe ich mir noch vorgenommen, du musst mich runterschubsen, wenn ich zu lang werde. Erstens, am Donnerstag ist wieder Stadtratssitzung, am 1. Juli, 16 Uhr, in der Messe Dresden. Und seit 17. Juli steht schon fest, dass die Stadträte keine Masken mehr in Innenräumen tragen müssen. Das hat der Sächsische Städte- und Gemeindetag so festgelegt. Seit 17. Juli keine Masken mehr für Mandatsträger. Merkt ihr eigentlich was? Wir werden hier unter die Knute genommen. Wann war unsere Demo? Am 19. 19. war an der frischen Luft für Demonstranten Maskenpflicht, Abstand und alles. Und am 17. Juni haben die schon festgelegt, dass Mandatsträger bei Gremiensitzungen keine Maske mehr tragen sollen. Alle Schweine, nee, alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Kommt aus dem Buch von George Orwell, der hat nicht nur 1984 geschrieben, sondern auch Die Farm der Tiere. Da geht es um Kommunismuskritik. Und ganz ehrlich, ich sehe den neuen Kommunismus aufziehen. Da haben auch die Grünen ihren Anteil, die Grüninnen wollte ich sagen. Man muss ja immer gendergerecht sprechen. Also ihr könnt euch sicher sein, wer grün wählt, der bekommt linke Politik und Grüne ist auch ein bisschen drin. Und er bekommt vor allem CDU. Also überlegt euch gut, wen ihr bei der Bundestagswahl wählt. Vor allem geht wählen. Es gibt ein Wahlgeheimnis und es wird wirklich unterschätzt. Die Leute glauben wirklich, man müsste sich dafür schämen, was man wählt. Nein, in der Wahlkabine, und darauf lege ich Wert, keine Briefwahl machen, geht in die Wahlkabine, macht von eurem Wahlrecht Gebrauch. Ihr seid da für euch allein und ihr habt euch nur für euch und eurem Gewissen zu rechtfertigen, wen oder was ihr wählt. Das ist Wahlrecht und das ist Demokratie und kein Druck von außen. Ihr könnt selber entscheiden, wem ihr eure Stimme gebt. Ich habe da so einen Tipp. Detto. Also. So, dann noch 2 Sachen. Vor wenigen Wochen hat die grüne Justizministerin von Sachsen, die ist Katja Mayer, den Frauenförderungsbericht vorgestellt im Rahmen einer Pressekonferenz der Staatsregierung. Ich habe dann sofort angerufen und gefragt, wo ist denn dieser Frauenförderungsbericht? Ja, da müssen Sie noch warten. Der muss erst dem Sächsischen Landtag zugeleitet werden. Der steht also noch nicht zur Verfügung. Jetzt ist er da und ich kann euch was zur Frauenquote sagen. Da gibt es also eine Tabelle 30. Auf 250 Seiten erstreckt sich dieser Bericht. Und da geht es um die Bewerbungen für höchste Leistung ist da oben, glaube ich, nicht mehr gefragt. Leitungsebenen. Und ich habe ein paar Zahlen mir gemerkt. Also unter den Bewerbern waren 43% Frauen. Rund 43, irgendwas mit Komma noch.
Die nächste Stufe war, wie oft sind denn Frauen zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden? Da war diese Quote schon über 50%. Und als es dann um die tatsächlichen Einstellungen ging, lag dann die Frauenquote bei 66%. Es geht, wie gesagt, nur um eine kleine Anzahl von hohen Leitungsfunktionen. Das heißt, von 43 über 55 bis zu 66% sind also die Frauen nach oben gerutscht, also von einer Benachteiligung von Frauen um Beamtenstellen kann also nicht die Rede sein, auch wenn uns die Grünen immer wieder was anderes erzählen wollen. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, im Saarland hat eine Kandidatin für Listenplatz 2, 3 Fragen gestellt bekommen. Und es waren wirklich grüne Fragen. Da hättet ihr, jeder von euch, was dazu sagen können. Und die Frau hat keine Antworten gewusst, außer, was soll ich dazu sagen? Ist doch eh klar, ich bin dafür. Irgendwas. Die Frau ist inzwischen bei den Grünen ausgetreten. Warum, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt nicht mehr gewählt werden kann. Ich kann euch nur sagen, jedwede Quote, sei es für Stellen, Ämter oder Parteiämter oder Mandate, jedwede Quote kämpft gegen die Bestenauslese. Und wenn wir uns angucken, was da oben in der Politik ankommt, dann sind es ganz sicher nicht die Besten, sondern die am besten Angepassten. Und die brauchen wir nicht. Ein Satz noch zum Klima, hat auch mit dem Grün zu tun. Ich wollte wissen, wie hoch ist denn die EEG-Umlage? Also was zahlen wir Dresden eigentlich für erneuerbare Energien? Ich kann euch sagen, seit 2015 werden von der DREWA keine Zahlen mehr veröffentlicht, obwohl das gesetzlich festgeschrieben ist im EEG-Gesetz. 160 Millionen zahlen Dresdner inklusive Industrie jedes Jahr an erneuerbare Energienumlage, und ich kann euch sagen, die Stadt gibt vielleicht 1,6 Millionen Euro für Klimaschutzmaßnahmen aus. Also wir zahlen das nach oben, dafür werden dann irgendwelche Windräder ins Meer gebaut und dann wird uns der Strom teuer verkauft. 160 Millionen auf 560.000 Dresdner sind 285 Mark für jeden Dresdner, ob Kind oder Rentner oder was auch immer. Und die DVB AG, unser ÖPNV, dahin fährt gerade eine Bahn, der wird ebenfalls von der DREWA jährlich mit 40, zuletzt 65 Millionen Euro gesponsert. Das sind nochmal 115 Euro. Das heißt, jeder Dresdner, das ist nur statistisch und nur eine Näherung, zahlt im Jahr über seine Stromrechnung 400 Euro für das erneuerbare Energiengesetz. Und damit wird der Strompreis künstlich teuer gemacht. Weg mit dem EEG, weg mit den Grünen aus der Politik. Ihr habt es in der Hand, wählt was anderes. Vielen Dank, Fidel. Einen herzlichen Applaus für Fidel Castro.